Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2 Tides of Darkness und der letzten Mission im Spiel. Der letzten Mission der Menschenkampagne, der Kanon-Kampagne im Spiel. Denn das ist die Kampagne von, beziehungsweise der Ausgang der Geschichte des Zweiten Krieges, von der wir dann auch in Warcraft 3 und in folgenden Spielen ausgehen. Wir landen jetzt hier in einem Gebiet vor dem großen Portal. Das Portal, durch das die Orks nach Azeroth gekommen sind, und müssen uns jetzt erstmal orientieren, denn wir haben hier am Anfang keine Basis, was schon mal recht schwierig ist. Wir müssen also jetzt erstmal gucken, wie wir hier einen Lagerplatz finden in diesem Ödland. Da oben habe ich gerade schon mal was gesehen, aber das ist hier alles mit Felsen blockiert. Ich denke mal, dass wir unsere Leute hier mal reinsetzen sollten. Wir haben Magier, wir haben Fußsoldaten, wir haben Ritter, also es ist eigentlich alles irgendwie so ein bisschen vorhanden, was sehr gut ist. Die Bogenschützen werden sehr wichtig in dieser Mission. Warum, erzähle ich euch dann später. Wobei das eigentlich recht klar sein sollte, warum die so wichtig sind. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier ein paar. Ich glaube, dass man in der Mission tatsächlich hier nach Westen fahren musste, um dann hier irgendwo so eine kleine Landzunge zu... Genau da. Genau da. Das ist problematisch. Jetzt wurde mein einer Zerstörer leider schon getroffen. Das würde ich tatsächlich nochmal neu laden. Denn das muss nicht unbedingt sein. Da ist also ein Zerstörer, okay. Ein Katapult. Und ein Türmchen. So, da sehen wir jetzt schon mal den Kanonenturm und das Katapult. Okay, das ist auch nicht optimal gelaufen. Okay, das ist alles andere als optimal gelaufen. Oh, fuck. Schieß auf den Kanonenturm. Schieß auf ihn. Okay, das ist komplett scheiße gelaufen. Also, das erste Ziel ist es, hier anständig an Land anlegen zu können. Ich meine, wir könnten natürlich auch die Landbesatzung hier mit unseren Truppen überfluten, indem wir da einfach anlegen. Aber ob das so wirklich gut ist, ich meine, wir können es mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. So, greift einfach mal alles an hier. Ihr setzt da an. So, erste raus, zweite raus, dritte raus. Die. Ja, im Großen und Ganzen kann ich jetzt nicht sagen, wie gut oder schlecht das war. Ich glaube, ein paar haben wir verloren. Wir haben zum Beispiel unsere Ballisten verloren, was, by the way, total katastrophal ist. Weswegen wir das auf jeden Fall nochmal machen müssen. Also die Ballisten dürfen wir nicht verlieren. Wenn wir die Ballisten verlieren, dann verlieren wir unser Leben. Also okay, das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal okay. So, jetzt gehen wir mit euch mal vor. Ihr schießt mal bitte auf den, du schießt auf den. Okay. Der wird gleich schießen. So. Die Schiffe können übrigens, by the way, kaputt gehen. Das ist scheißegal, denn die Schiffe werden wir im weiteren Verlauf dieser Mission nicht mehr brauchen. Dieser kleine mieser Penner, ne? Der ist hat erst geschossen, als die ganze Sache hier quasi schon erledigt war. Okay, so. Schieß. Schieß. Gut. Müsste da nicht noch ein Katapult sein, oder war es das jetzt schon? Bin mir nicht sicher. Zurück, 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 zurück. Gut. 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 Okay. Also die Küste ist erstmal befreit. Aber
Wir haben ja noch Einheiten gesehen, zum Beispiel diese Oger. Hier würde ich jetzt einen kleinen Trick anwenden. Oh nein! Das ist jetzt nicht wahr, dass jetzt schon Drachen kommen. Und zwar so, dass ich sie nicht abwehren kann. Okay, wir brauchen Hilfe. Oh Gott. Das ist aber auch alles ein Käse hier, ganz ehrlich. So. Schnell nach unten. Hier fliegt also schon ein Drache rum, der uns hier massiv ärgern will. Runter. Runter. Gut. Okay, das ist jetzt leider eine massive Ansammlung von Units. Das heißt, wenn dieser Drache nochmal kommt, haben wir ein Problem. Und ich brauche hier fast 10 Minuten alleine, nur um hier irgendwie klarzukommen. Wir haben eine Sichtweite von... Da ist der Schießt auf den Drachen. Schießt auf den Drachen. So. Der Drache ist erstmal erledigt. Gewöhnt euch dran, in der Mission werden sie ständig mit Drachen ankommen. Das ist ihre ganze Existenzberechtigung, sind diese dämlichen Drachen. So. Hier müsste jetzt irgendwo, da ist sie, eine Goldmine sein. Bedeutet, wir müssen mit den Fähren zurück. Dafür benutzen wir vorwiegend... Vorwiegend unsere Fußsoldaten, wollte ich gerade sagen, bevor wieder der nächste Angriff kam. Wir müssen mal gucken, dass wir dieses Ogre-Ding hier zerstören. Sind da noch mehr Ogre? Nein. Zumindest sehe ich keine mehr. Dann zerstören wir die doch einfach mal. So. Wir brauchen alle unsere Arbeiter. Wir sehen, wir haben durchaus ein paar Ressourcen. 3000 Gold, 4000 Holz, 1000 Öl. Wie gesagt, wir brauchen keine Flugeinheiten auf dieser keine Marineeinheiten auf dieser Map. Zumindest nicht diese. Nicht diese beiden. Die kommen hier nämlich nicht mehr raus in diesem unteren Teil der Map. So, da ist noch ein Altar der Stürme. Da ist ein Oger. Ein Oger-Magier Level 4. Können wir den vielleicht mit gemeinsamem Feuer... Da oben sind auch noch. Wie viel Zeug ist denn da? Sag mal. Ja, sofort. Ja, Milord. Ich schieße. Okay, jetzt ist es eh zu spät. So. Vorsicht. Was soll das? Eurem Namen. Seid ihr da? Nein. Er wird auf den schießen, jetzt wird er auf den schießen. Okay, zurück. Ah. Ihr merkt schon, diese Mission hat es in sich. Das ist auf jeden Fall kein Pappenstiel. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal das bauen. Wir brauchen ein Sägewerk. Wo setzen wir das Sägewerk hin? Wir setzen das Sägewerk hier hin. Wir brauchen außerdem definitiv Höfe. Davon baue ich auch schon mal zwei. Ja, Milord, soll das auch nicht. Und mit dem Rest schauen wir mal. So, jetzt müssen wir, so schnell es geht, alles vernichten, was hier irgendwie orkisch aussieht. Von diesen Mastpferdchen haben wir hier auch genug. Da finden wir hier auch genug vor. An sich müsste ich jetzt aber auch fast alle Oger hier zerstört haben, die hier irgendwie noch sind. Der von hier vorne ist ja auch schon gekommen. Ja. Okay. Also im Großen und Ganzen haben wir es hier mit einer Mischung aus... einer ziemlich krassen Mischung aus verschiedensten Einheiten zu tun, beispielsweise diese Drachen.
Ich brauche einen Bogenschützen. Sie greifen uns an! Milord? Sie wünschen. Milord? Ja. Was soll das? Boah, ey. Schon unterwegs. Da ist noch eine Mine, sehe ich gerade, mit 65.000. Wie viel hat die? 17.000. Die gibt natürlich fast gar nichts her. Ja, die bittere Realität ist, dass fast alle unsere wichtigen Truppen schon tot sind. Und ihr schon gemerkt habt, dass sie uns vorwiegend gegen Drachen werden. Na gut, dass er nicht nochmal schießen konnte. Ja, es sieht sehr düster aus. Es sieht sehr, sehr düster aus. Ich weiß noch nicht genau, ob wir so gewinnen können. Wir brauchen jetzt erstmal schnell ein Upgrade für unsere Bogenschützen. Wir brauchen schnell weitere Bogenschützen und eigentlich brauchen wir auch schnell eine Schmiede und irgendwie die Möglichkeit, hier diese Bogentürme zu bauen. Wobei, die Wachtürme gehen auch, glaube ich, so. Ich setze jetzt erstmal hier einen hin. Also, wir werden es mit einer starken Mischung aus jeglichen Einheitentypen zu tun bekommen, die gegen uns ins Feld ziehen. Und wie ihr gesehen habt, vor allem Drachen. Und um gegen die irgendwie standhalten zu können, brauchen wir in erster Linie jetzt erstmal Bogenschützen, Wachtürme. Und ob wir alles weitere irgendwie überstehen können, werden wir dann sehen. So, der Bogenturm steht schon mal gleich hoffentlich. Wachturm. Wachtürme kann man anders als unsere Einheiten aktuell wenigstens reparieren, was ein großer Vorteil ist. Mein Herr, so, dann haben wir jetzt unsere Einheiten verstärkt. Die Balliste möchte ich gerne etwas weiter zurückziehen. Wir merken auch schon, dass wir nicht lange Spaß haben werden an dieser Goldmine. Was durchaus ein Problem ist. Eigentlich hätte man eher sofort hier vorne bauen müssen, aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir werden in dieser Folge oder in diesen Folgen auf dieser Map werden wir auch viel reden über die Clans der Horde, die Ork-Clans, die verschiedenen, die es da so gibt. Einfach damit wir das auch noch erledigt haben, bevor dieses Spiel zu Ende ist, denn es gibt durchaus eine beachtliche Anzahl an wichtigen Clans der Orks, gegen die wir auch zum Teil schon gekämpft haben oder eigentlich gegen fast alle. Oder fast alle sind zumindest irgendwie vorgekommen. Das werden wir dann so peu à peu machen. Die Magier möchte ich aus diesem Pulk gerne nochmal so ein bisschen rausziehen. Denn die sind ganz hilfreich mit dem Feuerballzauber. Ihr habt gesehen, dass die durchaus ein bisschen was ausrichten können gegen die Drachen. So, wir haben zwei Wachtürme. Können aber leider ansonsten immer noch nichts Anständiges bauen. Warum auch nicht? Wir haben jetzt aber den Punkt erreicht, wo unsere Nahrung, die wir gleich haben, unser Einheitenlimit übersteigt, beziehungsweise unsere Einheiten, die wir gerade aktuell haben. Und dann kann man auch endlich mal arbeiten. Dann kann man Bogenschützen ausbilden und so weiter und so fort. Interessant ist, dass er jetzt seinen Sturm irgendwie so ein bisschen abgestellt hat. Das verwirrt mich doch schon etwas. Also ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass er weiter nachsetzt und immer mehr Drachen schickt, aber bisher kein weiterer Drache. Naja, gut für uns. Wir haben nur gerade so irgendwie überlebt. So, Holz. Gerade ist es definitiv Holz, was wir brauchen. Deswegen schicke ich dich jetzt auch mal sammeln. Wir brauchen von der Seeseite hier keine Angriffe von Seeeinheiten oder von Fähren befürchten. Hier setzen keine Einheiten über.
Wenn, dann kommen von hier Drachen. Nichts anderes. Was auch schon nicht schön ist, aber es ist immer noch besser, als wenn hier auf einmal eine richtig fette feindliche Armee vor unseren Türen steht. So. Wir könnten theoretisch nochmal die Pfeilstärke verbessern. Machen wir jetzt auch, damit die schon mal upgradet sind. Und dann gibt es demnächst weitere Bogenschützen. Und dann müssen wir uns auch gleich auch schon Gedanken machen, wie wir hier weiter vorgehen. Denn wir brauchen definitiv diese Goldmine da oben. Wir sind sehr, sehr schnell gezwungen auf dieser Map wirklich zu handeln. Da wir ansonsten nicht lange überlebensfähig sind. So. Einmal dich und einmal dich. Wir brauchen also ich würde schätzen, zweimal sechs Bogenschützen auf jeden Fall, die so ein bisschen mobiler sein müssen. Warum auch nicht? Also zweimal so sechser Trupps irgendwie. Was soll das? Sichtweite 4, Sichtweite 9. Was soll das? Ich werde mal eben einen Ritter hochschicken. Okay, hier geht's weiter, wir wissen aber nicht, was da ist. Arbeit ausgeführt. Was kann ich tun? Hier ist nur die Goldmine. Schon unterwegs. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes um die Burg. Die müssen wir bauen. Was darf für den König? Und dann müssen wir überlegen, ob wir hier oben noch ein Rathaus hinsetzen oder wie wir das Ganze machen. Ich meine, der Weg wäre für Goldträger einfach viel zu lang. Das sehe ich schon ein. Aber gucken wir mal. So. Die Burg baut. Währenddessen können wir ja schon mal anfangen, über die Ork-Clans zu reden. Die Ork-Clans von Draenor. Einige davon sind ja nach Azeroth übergesiedelt, beziehungsweise durch das Portal gegangen, um diese Welt zu invadieren. Es gibt aber auch einige Clans, die in Draenor verblieben sind und die wir dann in der Erweiterung des Spiels kennenlernen werden, nämlich in Beyond the Dark Portal. Was übrigens eine sehr, sehr coole Erweiterung ist. Aber dazu kommen wir dann im Let's Play zu diesem Spiel. Einer der prominentesten und wichtigsten Clans, die wir kennengelernt haben, der Orks, war der Schwarzfels-Clan oder der Blackrock-Clan, den wir auch oft in diesem Spiel eigentlich gespielt und verkörpert haben. Der Anführer des Schwarzfels-Clans war der Kriegshäuptling der Horde im Ersten Krieg, nämlich Schwarzfaust. Oder Blackhand hieß er ja in diesem Spiel. Schwarzfaust, der deutsche Name. Das Interessante dabei ist, dass Schwarzfaust nicht wirklich der Anführer der Horde war, sondern nur eine Marionette von Gul'dan eingesetzt. In Wahrheit hat er der Schattenrat die Geschicke der Horde geleitet. Aber ja, es war halt mehr oder weniger so eine Marionette, wie gesagt, die von Gul'dan geführt wurde. Das war ein sehr angesehener Clan, der mehrere loyale Clans unter sich hatte. Und Blackhand wurde allerdings ja am Ende des ersten Spiels von Warcraft getötet. In einem Kampf. Und Orgrim Doomhammer ist dann der neue Anführer der Horde geworden. Ach ja. Eure Hoheit, ja. So viel So, jetzt scheinen sie wieder weiterzumachen damit. Sollen sie ruhig machen. Ich werde meine Bogenschützen so weit aufrüsten, dass ihr keinen großartigen Spaß haben werdet. Erhöhen wir nochmal die Kampfkraft. Und dann werden wir ja sehen. Ja, wie gesagt, also der Blackrock-Clan war sehr wichtig verwurzelt in den verschiedenen Clans, die es da so gibt. Und war einer der mächtigsten Clans auf jeden Fall. Bis dann zu seinem Fall, wie gesagt, am Ende des Ersten Krieges. Der Blackrock-Clan hat seinen Namen von der Schwarzfelsspitze hier in Azeroth. Und Blackhand hatte zwei Söhne. Das waren Rend und Maim, Schwarzfaust oder Blackhand.
Und die hatten einen Clan, der, ja, sich leicht vom Blackrock Clan abgespalten hat. Das ist der Blacktoff Green Clan. Und er war aber trotzdem dem Vater loyal ergeben. Und am Ende des ersten Krieges haben sie Orgrim Doomhammer Rache geschworen, weil sie, er ja seinen ihren Vater getötet hat. Und außerdem zeichnen sich die Mitglieder dieses Clans beispielsweise dadurch aus, dass sie sich einen Zahn ausschlagen. Quasi als Loyalitätszeichen und so weiter und so fort. Aber das war wie gesagt ein Clan, der dem Blackrock Clan sehr ergeben war, aber trotzdem irgendwie eigenständig war. So, jetzt haben wir die Goldmine platt und jetzt müssen wir mal gucken, können wir hier ein Rathaus bauen? Nein. Wir können da kein Rathaus bauen. Das ist natürlich eine Katastrophe, ne? Wenn wir hier nirgendwo ein Rathaus bauen, wir können hier ein Rathaus bauen, aber das ist immer noch sehr weit weg. Wir machen es aber trotzdem. Alleine schon, um den Weg zu verkürzen. So, wir brauchen mehr Elfenranger. Und ich glaube, wir brauchen hier auch einen Turm noch. Hier. Dann ist das noch etwas besser abgeschirmt. Also damit... Zwei Drachen. Eure Eminenz, Superfee, ihr wünscht. Drei Drachen. Na, greift doch den scheiß Drachen an, Mann. Eure Eminenz. So, der ist auch tot. Okay. Wir brauchen definitiv auch schnellstmöglich, wie ich gerade sehe, Paladine. So, damit hätten wir den Blackrock Clan und den Blacktorf Green Clan. Alle in der Hand von Schwarzfaust, Blackhand, Familie, Ding, Gedingse. Noch ein Drache. Jetzt fangen sie aber wirklich langsam an, mich anzukotzen hier. Kann man mal aufhören damit. So, vier von euch. Bei vier vielleicht nicht drei. Geht mal alle da oben hin. So. Und jetzt sammelt Gold für mich. So. Wir kriegen wieder Gold. Schön. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie nach und nach hier durchretten. Wir brauchen hier Türme. Ich denke, das steht fest. Wir werden einen ersten Turm wohin setzen. Am besten... hier kommt, passt keiner hin. Dann am besten hier schon mal rein. So. Ich brauche gerade kein Holz, ich brauche eher Gold. Deswegen alle hoch. 64.000 bringt uns auf jeden Fall schon mal etwas. Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Clan in der Geschichte der Orks, nämlich der Shadow Moon Clan. Der Shadow Moon Clan ist einer der größten Clans der Orks und er ist verblieben auf Draenor. Das heißt, wir hatten mit dem Shadow Moon Clan eigentlich noch nicht so wirklich das Vergnügen. Wir werden gleich mal fast alle von meinen Rangern hier getroffen. Die sind auch fast alle tot. Also wenn ich nicht demnächst da irgendwie eine Möglichkeit finde, die zu retten, indem ich sie mit Paladin heile, dann haben wir ein Problem. Der Shadow Moon Clan wird von einem der dem bedeutendsten Schamanen der Orks geführt, nämlich von Ner'zhul. Und von Ner'zhul werden wir noch einiges hören. Vor allem dann in dem Add-on zu Warcraft 2. Ner'zhul ist übrigens der Lehrmeister von Gul'dan. Oder war der Lehrmeister, nachdem die beiden sich entzweit hatten, mehr oder weniger. So. Weil das müsste der Turm eigentlich alleine schaffen. Ihr wünscht Zubefehl. Ihr wünscht. Ja. Bitte einmal reparieren. So, die Schmiede wird gebaut. Da ist auch schon wieder einer. Da habe ich blöderweise noch den Kontrollturm. Aber wir können das Ding ja reparieren.
Ihre Wiese wünschen. Wie sie wünschen. Sehr gut. Das hat geklappt, Magier, wunderbar. Klappt auch doch manchmal. Der Shadow Moon Clan, wie gesagt, ist auf Draenor verblieben. Und das ist ein Clan, der die schamanistischen Traditionen der Orks sehr, sehr hoch hält und sehr, sehr ernst nimmt. Und der Shadow Moon Clan hat sich dann im Laufe der Zeit auch von der dämonischen Beeinflussung durch die brennende Legion und Kyliaden getrennt. Und ja, hat sich dann auch wieder mehr auf die Tradition der Orks besinnt. So, jetzt brauchen wir die Stelle. Brauche ich daneben. Ja, es sieht nicht besonders gut aus aktuell gerade. Aber, also das dauert alles sehr lange, bis wir hier anständig zu Potte kommen. Aber ich denke mal, so, wir sind jetzt so grob über den Berg. Diese beiden Wachtürme haben wir hier, die werden auch uns große Hilfe, eine große Hilfe sein. Wir haben ordentlich Ranger, die aber alle ziemlich angeschlagen sind. Wir könnten die Langbögen noch entwickeln. Aber damit müssen wir jetzt erstmal auch warten, denn wir brauchen erstmal anständig Nachschub hier. Was kann ich tun? So, jetzt könnten wir ein Schloss bauen. Uns fehlt natürlich das Geldmittel dazu. Wir bauen jetzt deswegen erstmal lieber eine Erfinderwerkstatt. Sie greifen die Stadt an! Es ist schon mal sehr gut zu wissen, dass ein Bogenturm ausreicht für einen Drachen. Dann muss er aber wirklich repariert werden, denn sonst wird es kritisch. So, wir hatten den Shadow Moon Clan mit Ner'zhul. Ner'zhul wird auf jeden Fall noch ein wichtiger Anführer. Kommen wir zu zwei Clans, die eigentlich miteinander zusammenhängen. Also wie ich gerade gesagt habe, war Gul'dan ja der Lehrling von Ner'zhul, hat sich dann aber irgendwann von seinem Lehrmeister abgespalten, weil er den Dämonen treu bleiben wollte. Daraufhin hat Kyliaden ihm ja weitreichende Befugnisse und Mächte verliehen, so zum Beispiel die Teufelsmagie. Und so wurde der Schattenrat auch zu dem, was er heute ist. Oder war damals. Ein Flugapparat. Gul'dan war dann, wie gesagt, erstmal der Anführer der Horde im Verborgenen eigentlich. So, jetzt müssen wir aufpassen, der muss repariert werden. Und jetzt noch den Drachen. Steht leider so blöd, dass der nicht mithelfen kann. So, okay. Jetzt brauchen wir dich. Pikachu! Wir können gleich, so wie es aussieht, das Schloss bauen. So. So, Gul'dan war also lange Zeit der Führer der Horde. Eigentlich war er das. Und dieser Todesritter, da nervt mich schon wieder. Das ist jetzt der Blackrock Clan. Sah sehr nach dem Blackrock Clan aus. Da ist ein Hafen. Ja, Gul'dan war allerdings dann gezwungen, noch eine Goldmine, am Ende des ersten Krieges, als Orgrim Doomhammer seine Marionette Schwarzfaust zerstört hat und der Schattenrat auch zerstört wurde, zum größten Teil, war Gul'dan gezwungen, sich Orgrim Doomhammer unterzuordnen, denn Orgrim Doomhammer hat gedacht, okay, er ist ein mächtiger Schamane, er könnte nützlich für mich sein, deswegen töte ich ihn noch nicht. Und Gul'dan hat ja dann auch die Krieger von Stormwind als Untote auferstehen lassen und das hat der Horde schon geholfen, auf jeden Fall. Und deswegen wurde er eben am Leben gelassen, statt abgeschlachtet zu werden. Für Gul'dan war das ganz gut. Und Gul'dan hat daraufhin den Stormreaver-Clan ins Leben gerufen. Und der Stormreaver-Clan wurde ja dann im Prinzip zusammen mit Gul'dan eigentlich vernichtet, als sie das Grabmal des Sageras aus dem Boden, von Meeresboden gehoben haben. Und sie von Dämonen abgeschlachtet wurden dann. Ja, das war eigentlich das Ende des Stormreaver Clans. Sie greifen uns an! Jetzt geht das auch noch wieder los, ey. Hasse den.
Der wird immer wieder kommen und Ärger machen, deswegen ziehen wir unsere Einheiten jetzt zurück. Und dich stelle ich hier an den Anfang. Ah. Okay. Die Map ist sehr verzwickt aufgebaut, muss man sagen. Wir brauchen definitiv auch Holz. Wir brauchen das Holz von da drüben. Da müssen wir noch ein bisschen weiter rübergehen und gucken. Da höre ich doch schon wieder diese dämlichen Angriffe des Todes. War das okay? Da ist noch Holz. Da ist noch ein Todesritter. Da sind Oger. 4 Stück. Axtwerfer ohne Ende und ein Lager des Blackrock Clans. Inklusive Drachen. Die gerade wahrscheinlich wieder auf dem Weg in meine Basis sind. Aber gut, sollen sie mal meinen. So, einen von euch nehme ich jetzt und baue eine Kirche. Ja, Milord. Mein Herrscher. Zu Befehl. Denn wir müssen unsere Leute hier auf jeden Fall heilen. Mein Herrscher. Sonst werden wir nicht mehr lange Freude an ihnen haben. Und wir können ja auch so schon mal anfangen. Sehr gut. Du reparierst den und ihr geht jetzt erstmal wieder zurück. So, das war der eine Clan, der Stormreaver Clan, der erschaffen werden musste, weil Gul'dan eigentlich seine Macht verloren hat. Dann gab es noch den Twilight Hammer Clan. Den Zwielichthammer Clan. Und der wurde angeführt vom Lehrling von Gul'dan, nämlich von dem Ogermagier Shogal, den ihr auch kennt, der ja auch augenscheinlich gestorben ist, weil wir ihn umgebracht haben vor dem Grabmal des Sagas. Der Twilight Hammer Clan huldigt den Dämonen und er will um jeden Preis die Herrschaft der Dämonen herbeiführen. Wie man aber später herausgefunden hat, nicht der Dämonen per se, sondern, und das ist sehr interessant, der alten Götter. Das ist ja auch eine, sind parasitäre Lebensformen, von denen ich euch ja auch schon mal erzählt habe. Und im Prinzip sind die auch Feinde der brennenden Legion. Aber den hat Shogal sich erst zugewandt, als er im Prinzip gestorben ist. Oder es so aussah, als wäre er gestorben, denn wirklich gestorben ist Shogal damals nicht, als wir ihn umgebracht haben. Er hat sich nur versteckt auf Azeroth dann und spielte später nochmal eine Rolle. Aber ansonsten kann man sagen, dass der Twilight Hammer Clan eigentlich den Untergang herbeisehnt, den Weltuntergang, und der Krieg gegen die Menschen war natürlich ein Teil dessen und die Konfrontation mit den Dämonen. Deswegen passte denen das ganz gut in den Kram. Wir haben zu wenig Nahrung, also schon wieder ein davon. So, dann hätten wir diese beiden Clans und ihren Führern auch erledigt. Arbeit ausgeführt. Ein Clan, den ich mal kurz genannt habe, der auch sehr wichtig ist, ist der Frostwolf Clan, der Frostwolf Clan. Das ist einer der wenigen Ork-Clans, ich weiß nicht sogar, ob es der einzige war, der nicht das Blut der Dämonen getrunken hat. Die haben sich wirklich gegen die dämonische Macht aufgelehnt und sind auch nicht mit nach Azeroth gekommen, weil die das alles scheiße fanden und gesagt haben, so geht's nicht. Denn der Frostwolf-Clan ist ein sehr, oh Gott, das große Portal mit ganz vielen Dämonen. Der Frostwolf-Clan ist ein sehr stolzer Ork-Clan und die sind davon überzeugt, dass der Kampf gegen die innere Bestie sehr wichtig ist. Denn die innere Bestie, dieser Blutrausch, den die anderen Orks haben, das bringt nur das Schlechteste aus einem hervor. Und deswegen haben die eben dagegen angekämpft und haben sich dann auch gegen das Dämonenblut entschieden. Was im Nachhinein für sie sehr, sehr gut war. Das ist der Frostwolf-Clan, ihr Anführer war Durotan. Und Durotan war ein enger Freund und Vertrauter von Orgrim Doomhammer. Und der Sohn von Durotan wird noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, nämlich in Warcraft 3. Wir werden ihn also auf jeden Fall nochmal, ja, erwähnend vorfinden. Der ist auch weg, sehr schön. Aktuell läuft's, wir bauen unsere Truppen aus. Wir werden gleich mal gucken, dass wir einen Angriff wagen gegen das da. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall Paladine, und zwar mehr Paladine, als ich gerade habe.
ihr gerade seht, sind fast alle meine Einheiten irgendwie stark beschädigt. Den müssen wir nochmal eben hier rausholen. Du kriegst nochmal hier extra Heilung. Babababab. Die Bauchpinseln dich mal. So, die sind auch alle angeschlagen. Aber meine Paladine selbst haben gerade auch nicht mehr wirklich irgendwie Mana. Da müssen wir also erstmal warten. So, wie ist jetzt dahin? So, das waren weitere wichtige Clans. Der Frostwolf-Clan, wie gesagt, Dorothan. Der Sohn wird noch eine wichtige Rolle spielen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn ich finde, der Sohn ist ein echt interessanter, cooler Charakter. Der ist mal geheilt. Zumindest ansatzweise. Wir haben noch sehr, sehr viel Gold, was mich freut. Mein Herr Schaffin, nichts wie okay, wir werden jetzt hier mal Türme hinstellen. Nein! Ja, warum auch nicht? Wir stellen jetzt hier Türme hin und haben dann hoffentlich noch länger Ruhe. Ich will nicht jedes Mal hier neue Arbeiter bauen müssen. Dann sind wir vielleicht vor Drachenangriffen endlich mal irgendwie ganz sicher. Zu Diensten. Ja, auch mal nach oben und bau was hier. Am besten mal hier hin. So. Sehr schön. Und dann soll hier noch ein Turm. Alles klar. So. Da müssten wir von oben eigentlich ganz gut abgeschirmt sein. Hoffentlich.